So, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von Gemstone Legends. Wir haben ein neues Intro, beziehungsweise es gibt neue Beginner-Events und die will ich einmal ganz kurz vorstellen. Die laufen natürlich auch schon im Hintergrund so ein bisschen mit, das ist ganz praktisch. Da kann man zu dem, was ich erzähle, jetzt eben dann auch sich das Video in Dauerschleife dann immer mal wieder angucken und man erkennt es. So, wir sehen schon im Hintergrund, da läuft das erste Event mit Vigo. Aber wir gucken uns zuerst das auf der rechten Seite an. Ja, weil wenn man oder wenn du dieses Spiel spielen möchtest, weil dir das gefällt, was ich hier bisher da auf YouTube auch gezeigt habe und so weiter, dann kannst du das mit dem Link in der Beschreibung runterladen. Ja, das ist wichtig, weil dadurch unterstützt du zum einen mich und zum anderen bekommst du natürlich dann auch gute Startboni, die dir das dann ein bisschen alles vereinfachen, ja. Und zum einen, siehst du auf der rechten Seite, bekommst du einen epischen Helden und das ist Meralia, ein super Heiler, der dir sofort natürlich weiterhelfen wird. Zusätzlich 500.000 Münzen, 10 Mana-Tränke, 10 Heilungstränke und 300 Juwelen. Das ist praktisch die Ingame-Währung. Ja, und das musst du einfach nur machen, indem du dir das Spiel über den Link in der Beschreibung downloadest. Das kriegst du automatisch. Und dann sehen wir schon, da kommt wieder unser Vigo. Das ist nämlich das erste Event, was für die Anfänger dann kommt. Ja, weil man will ja den natürlich am Anfang auch ein bisschen Starthilfe geben. Dementsprechend gibt es nicht nur den einen epischen Helden Meralia, sondern auch Vigo. Und den kann man nämlich dann, wenn man Goldrollen öffnet, dann in so kleinen Splittern bekommen, die zusammensetzen und dann hat man diesen Helden. Das ist Event Nummer 1. Event Nummer 2, man hat es gerade auch schon im Hintergrund gesehen, ist, man kann sich ein volles Set von 4 Sterne Rüstung zusammen erspielen, sozusagen. Ja, das ist dann mit dem Hauptattribut Defensive, gibt dir mehr Durchhaltevermögen für deinen Helden, kannst du die sogar direkt perfekt auch für Vigo nutzen oder für Meralia, sie ist eine Heilerin, ist eigentlich eine super Sache, die dann natürlich auch auf Def zu machen, ja. Und das dritte Event, das ist relativ praktisch, weil wir sehen es jetzt gerade im Hintergrund, für Vigo muss man Goldrollen öffnen. Das dritte Event, sehen wir gleich, wenn die Endlosschleife weiterläuft, ja. Das dritte Event ist nämlich so, dass man im Endeffekt mit den Goldrollen das erste Event direkt auch schon schaffen kann. Ja, das ist also im Endeffekt 2 in 1 sozusagen. Wenn wir es jetzt gleich nochmal sehen, ich warte nochmal eben ein paar Sekündchen ab, dann werden wir das auch sehen. Na komm. So, erhalte Schriftrollen, da. Ja? Verbessere ein Artefakt, verbessere 2 und so weiter, verbessere auf 15 und dann kriegt man die Goldrollen als Belohnung, da sehen wir sie. Ja, und da kann man im Endeffekt, wenn man diese Goldrollen öffnet, arbeitet man direkt schon das erste Event mit Vigo dann auch noch ab. Das ist auch noch eine super Sache. Die Events, damit man sich nicht wundert, wann diese Events stattfinden, wird praktisch das erste Event, die gehen alle 4 Tage, ja. Das erste Event wird direkt dann starten. Am nächsten Tag wird das zweite Event starten und das dritte Event wird dann am dritten Tag starten, sodass man im Endeffekt nach 6 Tagen alle Events durch hat. Ja, super Sache, direkt am Anfang wird Vollgas gegeben, damit man alles so schnell wie möglich hat und so schnell wie möglich dann halt auch nutzen kann. In den ersten 4 Tagen ist man aber, das kommt dazu, ist man von normalen oder von spezielleren Events, die für Anfänger noch ziemlich schwierig sind, erstmal noch befreit. Ja, also wenn es gibt Events, da muss man sehr viel farmen, die werden jetzt nicht noch zusätzlich in den ersten 4 Tagen kommen. Wenn es ein Event ist, wo es um einen neuen Helden geht, das wird auch für Neulinge verfügbar sein, aber ein bisschen schwierigere Events, die werden zumindest nicht in den ersten Tagen kommen, damit das nicht zu viel wird direkt am Start. Ja? Das vielleicht auch nochmal interessant, wie die Events aussehen. Das sehen wir halt, wie gesagt, in der Dauerschleife. Deswegen habe ich die Dauerschleife gemacht, ja, damit man sich das immer wieder mal vor Augen führen kann, aber im Endeffekt ganz einfach das Spiel downloaden und dann auch selber spielen. Und das war's auch schon. Wenn du dann das Spiel über den Link gedownloadet hast und sagst, jo, das gefällt mir, dann bist du natürlich auch herzlich willkommen
in eine von meinen Allianzen beizutreten. Ja, wir haben eine, die Generation Zero, das ist eine Top-10-Allianz in dem Spiel. Wir haben die Creation Zero, die auch ganz gut dabei ist. Und wir haben die Ground Zero, das ist so für unsere Anfänger. Da wärst du natürlich dann perfekt drin und perfekt auch für gemacht, ja, um da Tipps und Tricks zu kriegen. Wir haben Line-Gruppen, wir haben alles möglich. Wir haben einen Discord-Channel und da gibt es massenweise an Infos und natürlich auch an Hilfestellung. Deswegen viel Spaß mit Gemstone Legends und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer von meinen Allianzen. Bis dahin alles Gute und dann sehen wir uns. Macht's gut. Ciao, ciao. So, Freunde, willkommen zum Krieg Generation Zero gegen Fenix. Und ich habe es jetzt auch mal wieder geschafft, einen Krieg aufzunehmen. Ich habe sonst immer meine Angriffe zwischendurch gemacht. Und ja, jetzt könnten wir hier ein bisschen was bei Selten machen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach hier unten oder hier oben an. Das ist, glaube ich, gehopst wie gesprungen, wenn ich mir die Gegner so angucke. Hier sind überall zwei Wiederbeleber drin. Wie sieht es hier unten aus? Auch zwei Wiederbeleber, auch zwei Wiederbeleber. Ja. Ist egal. Wenn wir den hier nehmen, fangen wir mit dem an. Gehen wir mit grün rein und gucken einfach mal, was da ist. Loki hebe ich mir auf, wenn wir gegen eine Inula kämpfen. Betäubender, ja gut, okay. Müssen wir irgendwie machen, ne? Irgendwie müssen wir hier was reißen. Der Plan wird sein, sie rauszuhauen, um dann Rima mit unseren Grünen zu killen. Das wäre eigentlich eine super Sache. Ja, bei er wird eher gekillt werden als alles andere. Was nehmen wir denn damit? Wir bräuchten nur irgendeinen, der halt auch killen kann, ne? Das wäre ganz praktisch. Und natürlich ein Heiler. Ich nehme sie mal mit. Und einen, der killen kann. Ich habe nicht so viele, die killen können, tatsächlich. Ketra, Gorax sind immer so die Kandidaten. Ja, werden wir mal gucken. Also wirklich. Achso, warte mal. Def. Die HP, nee, machen wir ruhig die Diff. Mit den Speedwert, ja, die werden erstmal dran sein. Sollen sie ruhig einmal dran sein, ja. Wenn wir betäuben können mit dem Katapult und so, dann könnte das funktionieren. Ach, wir werden mal sehen. Wir werden mal sehen, was wir da hindeichseln können. So, die sind dreimal dran. Ach, Mana Gain, Krähenfuß. Ach, das ist immer scheiße. Sag ich so, wie es ist. Krähenfuß, der größte Müll. Gut. Hat viel Damage gemacht, das ist schon mal gut. Ja. Dass der eine uns viel bringt, weiß ich nicht. Das einfach. Ach, mein Gott. So, alle betäubt. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir fokussieren uns immer noch darauf, sie zu killen. Sie ist dann dran. Betäubt, betäubt, betäubt. Könnt mal was gucken. Die hält alles aus, ne? Das ist natürlich nicht so super. Weil wenn ich sie jetzt wegkriege, so, dann kümmere ich mich nämlich um sie. Und dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Weil sie bleibt jetzt auf jeden Fall betäubt. Ja? Darf mir nur nicht der nächste Hit herausgenommen werden. Das wäre dann sehr undankbar. So.
Jetzt sind beide Wiederbeleber raus. Das war wichtig. So, jetzt können wir uns drauf konzentrieren, ja, einen nach dem anderen rauszunehmen. Haha, witzig. Frage ist, wie wir das am besten hinkriegen. Vielleicht sollten wir uns doch erstmal um ihn kümmern, weil er der Betäubende ist. Und weil wir halt grün haben und er blau ist. Na, das wäre jetzt also die Überlegung dahinter. So, wichtig. War das so? Okay, erstmal gut. Widerstanden, sehr schön. Sehr schön. Glaube ich, lasse ihn auch erstmal noch an. Na, ich will die Grünen haben. Mir egal, dass da jetzt viel Blau nachkommt. Wieder steht wieder. Sehr gut. Bester Mann. So, dann gucken wir mal weiter. Machen wir ihn wieder an. Ja, schön. Puh. Wichtig, wichtig. Ja, und jetzt gucken wir einfach, dass wir sie dann hier auf ganz gemütlich raushauen. Das hat natürlich jetzt schon lange gedauert, ne? Aber, naja, was soll ich tun? Kann's leider nicht beschleunigen. Ich meine, episch, selten ist ja sowieso nicht so mein Ding hier. Aber dafür haben wir es eigentlich ganz gut gemacht. So, das sollte es gewesen sein. Okay, gut. Die garstigen Wiederbeleber, ne? So, ich lasse den Clean da jetzt erstmal noch stehen. Und gehe erstmal hier weiter. Mit dem Spotter, das ist auch undankbar. Ich würde erstmal vielleicht den Spotter außen vor lassen. Mal hier hingehen. Da würde ich nämlich jetzt Floki mitnehmen. Selber eine Inula. Ein Warfass. Und ich. Müssen gucken, dass... Obwohl, warte. Ah, ne, Gorak habe ich gerade mitgenommen, ne? Ah, undankbar. Wenn wir Zilok mitnehmen als Hitter. Ich nehme selber eine Inula mit. Also, warte mal. Teamfähigkeit. Speedwerterhöhung, das ist gut. Heilungsblockierdrachen, ja... Ja, versuchen wir mal. Also das ist nicht meine Lieblingskategorie hier. Ne? Ach, wieder Mana gehen. Ich könnte kotzen, ohne Witz. Ah,
Man kann sagen, könnt ihr auch mal Warfass in Ruhe lassen. Weil wenn Warfass stirbt, ich habe Grima, rein theoretisch. Ne? So, wir haben zwei blaue, das ist gut gegen sie. Ich würde sagen, wir arbeiten auch gegen sie. Und gucken einfach mal, wie wir das hinkriegen. Können ja da erstmal machen die ja nicht viel. Hör doch mal auf. Alle gehen so auf ihn. Sonst hätten sie nichts Besseres zu tun. So, jetzt ist halt die Sache. Betäuben bringt mir eigentlich jetzt noch... Jawohl, wir könnten mal gucken. Ausgerechnet die beiden, auf die es ankommt, die sind nicht betäubt. Aber gut, es hilft minimal, weil sie betäubt ist. Machen das so, das geht in blau. Wir machen die beiden... Ich müsste ich auf ihn gehen. Oh, es hat ja gar keinen Damage gemacht. What the fuck? Och, komm schon. Oh, Mann, ey. Ja, kannst du ja im Endeffekt schon in eine Tonne kloppen, das Match, ne? Ist kurz davor auszulösen. Kurz davor. Ja, es macht eigentlich nicht Sinn, weil wenn ich ihn jetzt wiederhole, die killen ihn sowieso alle. Und die schlafen jetzt alle, das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Hol ihn mal wieder und gucken, was passiert. So. Zwei Züge sind die noch weg. Das heißt, wenn ich sie jetzt kille, schlafen die und schlafen. Dann müsste ich nur noch ihn irgendwie wegkriegen, ne? Ach nein! Jetzt hab ich einen Fehler gemacht und jetzt sind wir tot. Ja. Das war doof. Er schläft. Ich sag noch, er schläft. Er schläft. Das ist eine super Sache. Ja, genau. Wecken wir ihn einfach auf. Hast ja recht. Wecken wir ihn einfach auf. Du dusseliger Hund, Alter. Okay. Geh auf ihn, betäube ihn. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja. Wichtig. Jetzt killen wir sie.
Wichtig. Er ist betäubt. Wir haben das Zauberschild drauf, was auch wichtig ist. Das war natürlich jetzt wieder ärgerlich, aber wir holen ihn uns wieder. Sie schläft, das ist das Wichtigste, was wir da im Moment haben. Wenn er weg ist, haben wir es eigentlich fast geschafft. Fast. So, trotz diesem Fehler sind jetzt beide Wiederbeleber weg. Und wir haben jetzt eigentlich freie Fahrt voraus. Inula sollte kein Problem mehr sein, weil wir Floki haben. Und um sie kümmere ich mich jetzt mit Warfas. Perfekt. Ja, sie kann sie machen. Kann sie machen. Passiert uns ja nichts. So. Er kriegt jetzt mal Tempo erhöhen. So. Inula weg und jetzt geht's dann nur noch um sie. Im Endeffekt im Autoplay laufen lassen. Ob sie jetzt einschläft oder nicht, das ist mir völlig egal. Sie ist betäubt. Jetzt widersteht sie der Betäubung, ne? Von mir aus kann sie jetzt widerstehen. Sie kann so oft widerstehen, wie sie will. Sie ist ja einmal betäubt, das reicht. Oh, jo. Schwierig, schwierig. Trotz gravierendem Fehler, ja, also nicht nachmachen. Gravierender Fehler und trotzdem hat's hingehauen. Junge, Junge, Junge. Darfst du keinem erzählen. Jo. Dann machen wir ihn clean. Okay. Ach, 23 ist jemand, okay. Okay. Gut, wenn wir die 20 jetzt nicht machen sollen, dann pausieren wir. Ups. Dann pausieren wir und warten, wo wir als nächstes dann angreifen. Also, bis gleich. So, Freunde, wir sind zurück zum Krieg und wir greifen jetzt hier. Wir greifen jetzt hier an. Wir machen jetzt legendäre Teams, die wir mitnehmen. Und hier können wir sogar ein bisschen rumexperimentieren, weil die sind auf Stufe 2. Was ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hier nehmen wir ein blaues Team mit. Wir müssen hier ein bisschen auf Tika aufpassen. Aber das kriegen wir womöglich hin. Wir spielen mit Blau. Vielleicht machen wir es sogar so, dass wir mit Aurora spielen und Resistenzleader machen. Dann brauchen wir Strive auch nicht. Wir nehmen Myra mit. Ja, dann machen wir es anders. Anordnung. Ich habe gerne meine Heiler irgendwie außen. Ich weiß auch nicht. Wir nehmen Roger mit. Die beiden, die ballern eigentlich ganz gut. Und dann nehmen wir noch einen Heiler mit. Wenn möglich. Oder einen Wiederbeleber.
Wir könnten ihn mal mitnehmen. Das erste Mal. Lass, wir nehmen ihn mit. Komm. Ich will mit ihnen zum ersten Mal. Was soll da schief gehen? So. Und auf geht's. Let's go. Packen wir's an. Ah, ein paar neue Helden. Gleich, wenn die da, die sind ein bisschen deutlich geschwächt, werden wir gleich mal mit etwas anderen Helden angreifen. So, wir müssen zuerst Nefre rauskriegen, ne? Das ist, denke ich mal, klar. Da haben wir aber auch die Möglichkeiten mit den Waffen. Also wir könnten es uns auch leisten, da erstmal die mit dem Blauen die Roten anzugreifen und sowas. Das würde ich jetzt wahrscheinlich sogar auch mal machen. So. Okay. Ja, hast du toll gemacht. Oh, bravo. So, na, ich würde einmal gucken, was wir betäuben. Wir haben zwei betäubt, das ist erstmal gut. Wir haben dich am Start, dann machen wir das erstmal so. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen Blau auch hinkriegen. Das wäre eigentlich ganz nett. Machen wir das so und so. Oh, schade. War am Ende sogar eine ganz schöne Combo eigentlich. Er ist betäubt, sie ist betäubt, sehr gut. Okay, perfekt. Alles geht auf ihn, das ist gut. Für ihn killen wir jetzt nicht, ne? Weil sie holt ihn ja dann direkt wieder. Wir wollen ja im Endeffekt sie zuerst killen. Naja, nicht opfern. Hast du nochmal Schwein gehabt, Kollege? An den Drachen an. Machen das mal so. So. Ach so, er hatte den Narren drauf. Wir können das hier eigentlich ganz entspannt machen, weil wir haben ja auch noch die Waffen, ne? Wir machen das jetzt mal so. Pang. Ich würde das jetzt tatsächlich auf sie machen und dann ihn killen. Ja. Weil sie natürlich viel Damage auf meine Blauen macht, hat sie jetzt mal die Waffen abgekriegt. Da auch alles relativ entspannt. So, er ist jetzt weg. Sie wird jetzt wehtun. Aber er hat widerstanden. Hast gesehen? Sie macht normalerweise fünfmal das Mal des Attentäters. Aber er hat es einfach gefressen, weil ich Resistenzlieder habe. Also, lief ganz geil. Ja, hast gut gemacht. Die teilen sich jetzt auch noch die Punkte. Sehr schön. Ist halt ein Held, den ich relativ selten einsetze. Und dann solche Möglichkeiten natürlich dann gerne mal nutze, ne? Um solche Helden zu testen. Jetzt würde ich aber auch gerne sie halt dann weghaben. Müssen wir jetzt mal gucken, dass wir hier ein bisschen Zunder machen. Sie hat auch das Relikt, ne? Ja, Schaden, Spezialfähigkeit und sowas. Ja, das ist das Relikt. Fügt halt immer Schaden zu, ne? So, das so, das geht in grün. Na komm, irgendwann ist jetzt aber auch mal gut. Irgendwann kann sie jetzt aber auch mal das Zeitliche segnen. Ah, das stört mich nicht. Wir holen ihn wieder. Wieder. So, so und so. Und jetzt ist sie endlich weg. So, und jetzt können wir uns endlich im Automodus mit unseren starken Blauen gegen den Roten zum Ende durchsetzen. Er hat mir tatsächlich gekillt, aber er hat seine Aufgabe gemacht. Ne? Das ist ja das Ding, ich hätte halt einen festen Heiler mitnehmen sollen und nicht einen, der halt Schutzschild macht. Dann wäre es deutlich einfacher gewesen, aber so haben wir halt nur das Schutzschild permanent. Aber er hat halt alles immer wieder geholt, wie er sollte. Und hat mir die Zeit gegeben,
das dann mal so auszuprobieren. So, weiter geht's. Hier probieren wir einen, der von vornherein Immunität gibt. Das wird in dem Fall Dobrinka sein. Wir haben zwei Lilane. Da würde ich mal sagen, nehmen wir Rosalia mit. Ich würde auch mal Scorpius gerne mitnehmen. Und wir spielen den hier mit einem fixen Heiler. So. Was hast du? Der ACC wird erhöht. Brauchen wir nicht. Wir müssen irgendeinen direkten Heiler mitnehmen, der eine Leader-Fähigkeit hat, mit der wir was anfangen können. Hab ich aber nicht. Ja, Gwyn, aber Gwyn hat keine Leader-Fähigkeit, mit der ich jetzt hier was anfangen kann. Nika hat keine. Dann nehmen wir halt Gwyn mit. Mit die HP aller Roten. Ne? Mit den ACC-Wert. Dann nehmen wir hier nicht Rosalia, obwohl Rosalia wäre eigentlich ganz geil, ne? Das, dann nehmen wir Nefre mit. Nefre heilt ja auch. So. Dann gibt's HP. So, okay, auf geht's. Scorpius im Einsatz. Aber auch noch nicht so häufig gehabt. Mal gucken, wie die gute Frau sich macht. So, ich würde sagen, Sarkon ist natürlich so Nummer 1, die wir loswerden wollen. So, schon mal ein bisschen Gift gemacht. Wir werden hier mal betäuben. Mal gucken, was wir da so alles betäuben können. So. Sehr schön. Scorpius an. So, jetzt haben sie hier, ne? Wer das nicht kennt, verringert die Menge erhaltenen Manas aus allen Quellen um 25%. Ist auch eine ganz nette Sache. So, wir machen das mal so. Uns den Schaden teilen. Wir nehmen hier ein bisschen was weg. Eigentlich kann ich meine Waffen jetzt auch schon mal verballern. Eigentlich hätte ich hier, glaube ich, gar keine Waffen mitnehmen müssen. Ich wechsle jetzt alle mal so ein bisschen. Das ist halt jetzt hier, mit dem Team ist es halt Overkill, ne? Weil das ist aber impressive. Ich habe echt gedacht, den haue ich mit einem Zug raus. Apo. Herr Taiko. Wieder Gift. Aber vom Prinzip her hat er halt keine Chance. Dafür ist er zu sehr gedamaged. Ich hätte auch einen Heiler gerade. Aber ich war mir nicht sicher, yo, dann gehst du halt mal ein bisschen arrogant rein und dann ist das auf einmal ein ganz schneller Sarkon und dann hast du auf einmal ganz viel Gift da um dich rum und kriegst das nicht weg und sowas, ne? Hat schon die größten Horror-Stories gehört. Deswegen lieber so. Krieg ist ja höchstwahrscheinlich sowieso gewonnen, so wie es aussieht. Also, spielen wir da ein bisschen. So, hier kein Wiederbeleber. Sarkon, Taiko. Jo, dann nehmen wir mal dich mit. Ich würde auch gerne mal Frank mitnehmen für die Lilanen. Wir nehmen Gwyn mit. Und wir nehmen. Wir haben da unseren Heiler. Muss sie einfach mal mitnehmen? Seelenverbindung hört sich da gut an. Nehmen wir sie mit. Erhöht den Resistenzwert aller Verbündeten in der Arena, das bringt uns nichts. Angriffswert, yo, ACC-Wert in allen Spielen. Machen wir das mal. So, zack, zack. Okay, auf geht's.
So, wen wollen wir zuerst weg haben eigentlich? Wieder ihn, ne? Ich will auch immer schön ein bisschen das Lila weg. Der Lila wird eine Sache sein, die wir nicht unbedingt gebrauchen können auf dem Board. Sehr gut. Wir nehmen ihm wieder Lila weg. Zack, zack. Ja, nehmen wir. Ach so, er löst dann schon aus. Ja, gut, okay. Ich habe nicht gesehen, dass Nadja schon am Start ist. Werden wir auch betäubt im schlimmsten Fall? Hm? Gut, dann werden wir jetzt mal Waffen einsetzen, ne, damit das nicht allzu lange dauert. Nehmen wir ihn mal hier raus, den Spotter. So, sehr gut. Feuern einmal hier auf Sarkon. Und betäuben auch schon mal direkt. So, alle drei betäubt. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Zeit. Auf Taiko. So, zack. 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 Können wir heilen. Feuern ihn da drauf. Sehr gut. Nochmal drauf. Und dann sieht das eigentlich auch ganz solide aus. Alles gut. Mal ein bisschen wieder rumexperimentiert, mal neue Helden wieder mal reingenommen. Und es fluppt. Jo, wie viel kann ich denn? Ach, sie hat auch, ach krass. Sie kann viermal und wir haben auch noch König des Spielfelds jetzt drauf, weil durch sie, ne? Habe ich gar nicht dran gedacht. Da kann ich noch mehr, noch einmal mehr Steine machen. Das ist natürlich krass. So ein Held, der sowieso viermal Steine anordnen kann, dann noch mit Farbmeister drauf, dass du fünfmal machen kannst. Krasser Scheiß. Ja, das ist natürlich eine Nummer. So, das haben wir erobert. Ja, selten habe ich halt nichts mehr. Ne? Wir können bei selten nochmal aus dem letzten Loch pfeifen. mal gucken, gibt es hier vielleicht irgendwie einen, der nur einen Wiederbeleber hat oder sowas? Zufällig? Hier. Hier ist auch keiner. Oh, das ist schön. Ja, sowas können wir machen. Hier, dann nehme ich den. Das passt nämlich, weil ich habe nämlich noch eine Ketra, die voll ist. Und einen Gorak. Ah, nehmen wir Draus auch noch dazu. Und Ultan. Nee, lieber noch einen Heiler dazu. Die beiden roten, das reicht. Benedikt. Erhöht den Def-Wert. Ja, das hört sich gut an, aber wir nehmen den Speed-Wert. So, dann gucken wir, dass wir am besten ihn raushauen. Sip muss weg. Den können wir theoretisch auch, wenn wir Glück haben, mit den Roten raushauen. Oh. Gut. Ach, Speed. Pff, böse. Böse, böse. Böser Speed. Ich wollte gerade sagen, er darf nicht seinen Spott kriegen, sonst ist doof. Ach, jetzt. Ei, ei. Okay, das ist egal. Wir machen das schon. Mal was ganz kurz gucken. Ups, das wollte ich gar nicht. Okay. Ja, dann gucken wir mal. So.
So, kannst du da killen? Das ist gut. Ich würde mal eben einmal ganz kurz gucken, was passiert hier. Dreimal betäubt. Die löst dann aus. Okay, warte mal, wir heilen erstmal. Erst betäubt. So, dann machen wir erstmal weiter unsere roten. Wir nehmen hier gelb. Machen das so. Okay. So, er ist jetzt erstmal genug gedamaged. Das ist erstmal schön. Betäubt. Betäubt. So. Jetzt gehen wir hierhin auch nochmal betäubt. Sehr schön, wir haben die Waffen. Wir gucken, dass wir ihn hier natürlich raushauen. So, das sollte jetzt eigentlich gleich ausreichen. Wir machen das so, so und so. Jawohl, da war draus, ne? Das ist ausgerechnet der natürlich am wenigsten Bums hat. Aber wir haben Glück, dass wir hier ordentlich rot haben. Das muss man fairerweise mal so sagen. So. Zack. Das ist halt vom Prinzip her, ist das hier halt echt ein schönes Board, ne? Da kann man auch eigentlich ganz unbeschwert spielen. Ah, sie ist jetzt natürlich die nächste, die wir raushauen wollen. Jetzt haben wir nur noch ihn da. Und dann haben wir das noch betäubt. Sehr gut. Konnten wir das sogar noch mit unseren letzten seltenen Graupen auch noch hinkriegen. Hoffte Sache. So, er macht Schaden, das ist aber auch in Ordnung. Er hätte nochmal betäuben sollen, der Vogel. Warum macht er das denn jetzt nicht mehr? Jetzt wird er dafür betäubt. Ja, da bist du selber schuld. Also, Gorak, da bist du selber schuld. Ja, das ist die Chance. Das ist einfach die Chance. Gut, okay. Haben wir das geschafft? Und dann würde ich sagen, das sieht nach einem Sieg aus. Sehr gut, noch 38 Minuten. Ja, da passiert nichts mehr. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.